Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute mit einem Match Attacks Extra 1920 Mappen Update. Das ist ja die erste Champions League Extra Serie, die es überhaupt gibt. Davor gab es ja diese Road to Madrid Serie in der Saison 18-19, wo man diese vier Sätze in den Blister Packs da kaufen konnte und dann hatte man die Serie vollständig. Das ist eine ganz eigene Serie, wo man Booster für kaufen musste und genau wie bei der Match Attacks 101er Serie, weil viele das nicht wissen, weil Topps das auch nicht veröffentlicht, kann man diese Serie auch entweder nur im Topps Online Store in Deutschland und England bestellen, natürlich auch in den anderen Ländern, aber hauptsächlich dort. Und man kann auch diese Serie nur sonst irgendwie bei eBay teuer kaufen und mir fehlt zum Beispiel in der deutschen Edition auch noch die Megatint, in der englischen habe ich die ja schon geöffnet. Und in der deutschen fehlt mir die noch, deswegen habe ich die Champions und Title Winner Karten nicht in der Sammelmappe und genau wie diese Blue Limited Edition von dem Mo Salah. So, erstmal kurzes kleines Update der Mappe. Und zwar habe ich dann auch noch die Karten aus der UK Edition, also die Europa League Karten aus der Extra-Serie. Davon habe ich nicht alle, aber die meisten habe ich auf jeden Fall auch. Das ist jetzt nicht hier in der Sammelmappe einsortiert. Das ist in der Extra-Sammelmappe einsortiert. Dann haben wir Coutinho, Ramos, Neymar, Messi, Van Dijk, Tadic und Son hier vorne drauf. Son und Neymar haben auf jeden Fall auch eine limitierte Karte bekommen. Bayern hat, glaube ich, Coutinho auch eine Limi bekommen. Und ich würde mal sagen, wir starten rein. Das ist halt so eine relativ durcheinander Serie, worüber auch nicht wirklich jemand froh ist, dass die Serie überhaupt so durcheinander... Also, dass die da ist, bin ich schon froh. Es war jetzt nicht wirklich notwendig, dass eine extra Serie rauskommt, aber es ist schon okay, dass die da ist. Aber ihr seht schon, fangen wir erstmal ganz normal wie bei den ganz normalen Champions League Serien immer an mit den englischen Clubs, spanischen Clubs, deutschen Clubs, französischen Clubs und dann kommen auf irgendwie auf einmal Benfica Lissabon, Schachtja Donetsk, Zenit St. Petersburg, zum Beispiel Donetsk, St. Petersburg, Lokomotiv Moskau, Ajax. Und auch der auch Brügge hatten keine einzige Karte, genau wie Zagreb hier in der ganz normalen Serie. Die haben jetzt einfach in der Extra-Serie eine Karte bekommen. Versteht man nicht warum. Und hier sie jetzt hier vorne sind, vier Liverpool-Karten. Da dachte sich Topps, hier hinten brauchen wir nochmal ein paar Karten von England hin, aus der englischen Serie. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Hier seht ihr schon, wo war das? Bei Real Madrid, hier gibt es auch noch Real Madrid-Karten. Nacho, das ist Nummer 62. Nacho Nummer 11, das heißt Nacho hat einfach zwei Base-Karten bekommen. Vom gleichen, das ist gleich designt. Und bloß mit der anderen Nummer. Egal Leute, ich habe die meisten Base-Karten, mir fehlen nur noch 7 Stück, glaube ich. Also insgesamt fehlen mir noch 49 Karten mit den exklusiven Karten und was weiß ich. Sorry, dass die Sonne jetzt rauskommt, kann ich auch nicht ahnen. Ich dachte, heute ist ein grauer Tag. Auf jeden Fall haben wir dann hier die Liverpool-Extra-Karten, die erste Chelsea-Karte, zwei Karten von Tottenham, dann hier noch Barcelona-Karten mit Ansu Fati zum Beispiel. Hier haben wir noch Carlos Perez, der zum Beispiel auch zwei Karten bekommen. Dann fehlt mir noch der eine Nacho. Hier auf jeden Fall nach Rodrigo fehlt mir noch der Jerome Boateng. Boateng und Davis, nämlich die Bayern-Karten. Guerrero und Weigel haben wir hier, dann Kiele, Leimer. Hier müsste noch Baumgartlinger fehlen. Zum Beispiel, was mich auch richtig krass interessiert, wieso die einfach so die Serie aufgebaut haben. So sinnlos. Dann haben wir hier vier Paris-Karten mit Dagba, Kurzawa, Gugier und dem Choupo-Moting. Dann hier noch die fünfte Karte mit Icardi. Ihr seht die Karten. Wir können die hier einfach durchgehen. Diese beiden Doppelzeilen sind übrigens vollständig. Aus dem Nichts kommen einfach irgendwie sechs Ajax-Karten in die Serie. Ajax hatte davor noch keine einzige Karte. Ach egal, Leute. Wir müssen uns über die Serie ein bisschen wegsetzen und ein bisschen lustig machen. Dann hier Olmo und Orsic von Zagreb. Hier zum Beispiel kommt Lo Celso hin mit der Nummer 54. Zum Beispiel seht ihr, hier sind zwei Tottenham-Karten, hier sind zwei Tottenham-Karten. Wieso macht man die nicht einfach zusammen? Hier sind zwei Manchester City-Karten, vorne waren zum Beispiel keine Manchester City-Karten. Dann haben wir hier Chelsea-Karten, obwohl vorne Mount war.
haben wir hier noch den Zuma, Tomori, Emerson und Batshuayi. Dann haben wir hier nochmal drei Schalke-Karten mit Todibo, Arthur und Perez. Perez hat schon eine Karte, hier seht ihr es, der Nacho hat hier eine Karte. Alles komisch, Leute. Und vor allem, es hört hier einfach oben auf mit dem Update-Card. Man hat noch nicht mal die 72 Karten voll gemacht, damit die Seite hier voll ist. Oder man hat maximal hier die 63 Karten gemacht, dass man hier wieder anfangen kann. Nee. Und ich habe die Serie jetzt einfach komisch einsortiert, weil mir ist das einfach leid. Ich bin es einfach leid, jedes Mal bei der Champions League Serie aufzupassen müssen, welche Karte wohin muss. Weil in der Champions League normalen Serie hat man ja auch gesehen, dass es schon relativ unordentlich einsortiert war vom System. Und ich habe einfach hier angefangen. Außerdem gibt es ja auch mittlerweile, glaube ich, immer nur 16 Karten von den ganzen. 16 Karten müsste es geben. Es gibt immer 16 Karten und keine 18 Karten, wie schon in der normalen Serie. Hier haben wir zum Beispiel die Action-Karten, da hat jeder Club eine Karte bekommen, wo ein Spieler in Action halt drauf ist. Und es, ja, danke dafür. Es haben immer die englischen, spanischen, deutschen Clubs bis auf Leverkusen. Dann hat Neapel und Atalanta eine Karte bekommen und die beiden französischen Clubs. Das heißt, zum Beispiel, wo es Lille, wo es Leverkusen, hätte man die beiden wenigstens, oder wo ist Neapel, ich meine Mailand, hätte man zwei dieser drei Clubs noch reingenommen, hätte man super 18 Karten, hätte man eine super Seite. Die zwei Karten pro Kategorie mehr zu sammeln, macht dann auch nicht mehr den Kohlfett. Dann hätten wir wenigstens eine ordentliche Sammelmacht. Aber nein, man muss es ja übertreiben und zum Beispiel hier eine letzte Action-Karte, dann haben wir hier 16 Auswärtstrikot-Karten und hier beginnt er schon mit den Kapitänskarten. Das ist so belastend, Leute. Und bei den Action-Karten fehlt mir keine mehr. Da habe ich alle. Kapitäne habe ich bis auf die Nummer 10 hier unten. Das ist der Dortmunder Kapitän Marco Reus vollständig. Dann haben wir hier Club Heroes, diese neue in der Serie, die habe ich auch alle. Die 5 Club Heroes. Dann Flashback-Karten. Die passt mal perfekt auf die Seite jetzt. Also hier haben wir alle 16 Flashback-Karten. Das sind meistens von Spieltag 1 bis 4. Da wurde gar nicht mehr die letzten beiden Spieltage mit reinberechnet. Hat jeder Club auch eine bekommen. Dann haben wir 5 MVP-Karten, also Most Regular Player, mit Bernardo Silva, Roberto Firmino, Frenkie de Jong, Rodrigo und Neymar Junior. Und dann haben wir wieder hier das Problem, hier auf die Seite passen nur 9 plus 4, das heißt 13 Karten und hier fehlen noch 3, das heißt Rising Stars sind bis hier. Dann bei den Superstars Striker fehlen auch noch 2, wie ihr hier seht, und in die Nummer 15. Hier, man weiß auch gar nicht, wo die Karten sind. Nee, der ist hinten im Sammelalbum. Superstar Striker Nummer 15. Das ist der Luis Muriel von Atalanta. Und hier oben fehlt noch der Neres von Ajax. Dann haben wir hier vier Rekordhalter sozusagen. Und jetzt beginnt das hier schon mit den Powerkarten. Jede Mannschaft hat eine Superboost-Karte bekommen und komischerweise, frag mich nicht warum, gibt es dort auch nur 16. Aber bei den Man of the Match, Leute, da kann ich euch später noch zeigen, gibt es wieder mehr. Und hier habe ich leider noch nicht so viele, also ich habe gerade mal Eriksen, Saul, Cheryshev, Alcantara, Demme, Insigne, Di Maria, Owa und Van de Beek. Und bei den Matchwinner-Karten habe ich Van Dijk, William, Varane, Lewandowski hier, deswegen Alcacer. Alcacer, Klostermann, Mbappé und Konoplyanka. Wieso kriegt denn auf einmal, Leute, frage ich mich, ein Club wie Shakhtar Donetsk jetzt eine Man of the Match Karte, obwohl sie keine andere Karte bekommen haben. Und jetzt aus dem völligen Random kommen hier noch Stones und Henderson, obwohl Liverpool hier schon eine Man of the Match Karte hat und hier die Man of the Match Karte neben Stones von Manchester City, ach, die sind vorne, die muss man auch wieder suchen hier, von David Silva hinkommt, Leute. Die haben einfach zwei Karten bekommen, damit es jetzt, hier ist ja auch noch eine. Und hier kommt auch noch eine hin. Zum Beispiel Barcelona hat auch noch eine bekommen mit Piqué. Und hier sieht man jetzt hier, wir haben leider nicht die Barcelona-Karte. Aber neben dem Piqué kommt theoretisch noch so der Luis Suarez. Und hier kommt noch eine Real-Karte drin hin. Wo wir Varane haben, kommt dann noch der Carvajal hin. Das heißt einfach vier Clubs haben zwei Man of the Match-Karten bekommen. Auch komplett komisch. Dann kommen hier die fünf besten Torhüter hin mit Ederson, Alisson, Becker, Ter Stegen, das sind diese Shutout-Superstars. Da müsste mir auf jeden Fall noch der Neuer fehlen.
Ne? Ach, die sind auf einmal auch hier auf der Rückseite. Das ist alles so komisch mit den Blättern, Leute. Welcher fehlt mir da noch? Shutout. Ja, mir fehlt Keep Harisaba Lager und Jan Oblak noch. Und bei den Defrocks fehlt mir noch einer neben Laporte, Van Dijk, Ramos und Hernandez. Fehlt mir da noch der Piqué. Und bei den Hattrick Heroes, da gibt es ja 6 Stück, haben wir Orsic. Da fehlt aber noch der erste. Und der erste Hattrick Hero ist hier vorne abgebildet. Das ist Erling Braut Haaland. Aber Orsic, genau, Raheem Sterling sowie Mbappé und Rodrigo sind da. Jetzt kommen wir zu den 11 Club 100. Dort haben wir Oblak, Koulibaly, Coutinho, Hazard und Lewandowski. Ich frage mich, wo der Kimmich ist. Weil den hatte ich ja eigentlich auch gezogen in dem einen Unboxing, wo ich den jetzt einsortiert habe. Ja, ich muss das gleich nochmal suchen. Oder habe ich den Trainer extra mal vereinsortiert? Lass mich mal kurz was nachschauen, dann bin ich gleich wieder für euch vollständig da im Video. Nee, das ist hier nicht, der ist hier nicht drin. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatte ich auch den Kimmich Club in 100 Git noch, der kommt auf jeden Fall auch noch hier hin. Okay, Leute. Und jetzt gehen wir mit diesen Powerplay-Karten aus dem Starter-Pack. Dann haben wir Laporte, Fernandinho, Ronaldo und Firmino. Ihr könnt sie euch ja durchlesen. Und hier kommen die sechs limitierten Karten hin, die es gibt. Neymar war aus dem Starter-Pack, dann hatten wir Mané, den hatten wir aus der großen Tin. De Bruyne war in unserem Display. Und Coutinho war bei diesem exklusiven Deal, glaube ich, dabei. Von Tops. Außerdem kommt hier noch der blaue Messi hin und der Heung-min Son. Nicht der Messi, sondern der Salah natürlich. Und das war meine deutsche Serie. Dort fehlen mir ja auch noch einige Karten, wie ihr seht. Und das ist ja ziemlich unübersichtlich, sorry. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, warte kurz, meine UK Edition Mappe. Das sind alles Karten aus der UK Edition, die es in Deutschland nicht gibt. Also die gibt es nur in der UK, halt in England. Und hier müsste das beginnen. Also das ist noch von der normalen Serie und das ist von der Extra-Serie. Dort gibt es Cancelo und Abraham mit anderen, also die gibt es dort, die es zum Beispiel in Deutschland nicht gibt. Dann kommen hier die ganzen Europa League-Karten hin. Hier fehlen zum Beispiel noch die Karten von Manchester United müsste sein und wer ist der Club? Wolverhampton. Dafür haben wir aber Martinelli und Pepe von Arsenal. Ah, hier ist die eine Wolverhampton-Karte, das ist Vallejo. Da müssten das die Manchester United-Karten sein, die noch fehlen. Dann haben wir hier Angel von Getafe, Torres von Sevilla, von Espanyol de Barcelona haben wir Ferreira und von den italienischen Clubs haben wir Pellegrini von Rom, also von AS Rom und von Lazio Rom haben wir Lazari und Johnny. Dann haben wir, das sind ja immer mal 8 Clubs dort, nee, 7 Clubs sind das ja, ihr seht es hier schon, Arsenal, Wolverhampton, meistens hat noch United eine Karte bekommen und die haben auch immer diese ganzen Kategorien, die ich euch gerade schon gezeigt habe, bekommen. Und dort haben wir einmal Neves, Navas oder Alberto als Action, als Awakened, Bellerin, Cody, Jordan, Wu, Florenzi und Lulic. Und als Flashback-Card haben wir da bisher nur Angel. Superstars, Striker haben wir Jota, Mariga und Immobile. Und bei den Superboosts, die sind von Europa League auch nur in Base-Card-Design, nicht im Glanz-Design wie in der normalen Serie, haben wir Jimenez, Reguilón, Roca, Telles und Correa. Das sind so exklusive Karten, Leute. Ich versuche die noch alle voll zu bekommen, natürlich. Das war's von dem Mappen-Update, Leute. Schade, dass die Sonne jetzt ein bisschen rausgekommen ist, bin ich ganz ehrlich. Also vom Wetter her ist es nice, natürlich, aber wegen des Videos. Jetzt könnt ihr gerne noch hier die Playlist auschecken von der Champions League, hier abonnieren und hier ein Video auschecken. Schreibt mal rein, was eure Meinung zu der Serie ist und zu diesem schönen Spielfeld hier unter. Ich finde es echt nice, war mal gut, mal echt Zeit, dass wir was Neues holen. Und das war's, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüssikowski.